looks like they have cameras. I don't know how the... Quietly now. Sneak up and hit him hard. Fehlt da noch mindestens eine Moving. Ja, da ist er. Der Sack da. Das ist eine Medbag, okay. Also einen hole ich jetzt definitiv noch weg von den Moving Guards hier, wenn der runterkommt. Und dann schaue ich einfach mal, wie ich weitermache. Er würde mich interessieren, wo er hingeht. Und damit habe ich jetzt auch noch einen von draußen weggeholt. Das ist sehr gut, weil jetzt kommt wahrscheinlich keiner rein. Da steht einer, da steht einer. Definitiv erstmal ihn. Und da würde ich noch ganz gerne kurz warten, was mit der Moving Guard hier ist. Langsam muss ich aber auch mal treffen hier, ey. Nein. Oh. Puh. Der wollte gerade schon verbrennen, ey. Alter. Wo sind die jetzt? Da. Okay. Gut, sind wir soweit auch so clear. Das dürften alle gewesen sein. War jetzt nicht der Super Stealth. Also, ist, man muss aber dazu sagen, zum einen ist es natürlich leicht. Ich meine, es ist nur Big Oil Tag 1. Jetzt ist echt absolut leicht. Vor allem jetzt, ich habe ja mit 75 Detection Risk gespielt. Und das ist auch wirklich keine Herausforderung. Also wenn ihr das überhaupt nicht auf die Reihe kriegt, dann sucht euch ein anderes Spiel.
Nee, ich scherz, aber es ist wirklich keine Herausforderung. Also das echt nicht. So, jetzt suche ich gerade noch nach einem Safe, weil es kann ja nicht sein, dass hier nur ein Safe ist. Verarsch mich jetzt nicht, Spiel. Hier ist keiner. Na, hier ist halt der eine Safe. Ja, danke, Spiel, das weiß ich. Aber was? Kein anderer Safe mehr? The fuck? Okay. Sieht nach einem armen Run aus. Ich hole mir jetzt hier ganz kurz noch die ATMs. Also was ich euch jetzt schon mal sagen kann, ist, dass ich tatsächlich einen Ammo wegplanten muss. Wenn man nämlich gut sägt, kommt man perfekt damit hin. Aber ich habe nicht gut gesägt, wie ihr seht. Ja, ein ATM wird überbleiben. Also wenn ihr wirklich perfekt sägt, dann kommt ihr gerade so mit dem, was ich hier habe, hin. So, ich gehe sofort reparieren. Erstmal hole ich mir jetzt noch das hier. So. Lass einmal reparieren, gucken, dass hier kein Zusatzloot ist. Und ja, also halt ein Package, aber das zählt jetzt nicht mit dazu. Also ich finde es echt lächerlich, ne? Das ist der schlechteste vom Loot her gesehen heißt auf Big Oil, den ich bisher hatte. Weil das, ich meine, kommt schon, Leute. Eins, also zwei Saves, okay. Ich war jetzt nicht drei. Drei ist einfach langweilig, da braucht man halt lange. Zwei, ja gut, von mir aus. Zwei ist so der Durchschnitt. Aber eins ist... Also Overkill, bitte, ernsthaft. Nicht witzig. Nicht witzig. Gut, während der Julian noch seinen Teil macht, habe ich mich jetzt schon mal nach dem Loot umgesehen. Und ich sehe, dass es hier rein gar nichts gibt. Will mich das Spiel eigentlich verarschen? Nichts? Wirklich fucking gar nichts? Keine Waffenkiste? Kein gar nichts? Kein zweiter Safe? Nichts. Nur dieser eine Safe. Wow, Spiel. Wow. Einfach wow. Einfach wow. Dazu fällt mir jetzt echt nichts mehr ein. Oh Gott, Spiel, ey, fick dich. Yeah, I calculated numbers. So, ihr könnt sehen, es ist wirklich gar nichts hier. Hier ist ungefähr so viel Loot wie in Jakobs Hirn. Nämlich gar nichts. Tja. Also ich werde jetzt noch die 3 Minuten kurz warten. Ich denke nicht, dass ich einen Schnitt machen werde. Das ist mir gerade echt nicht wert. Das ist einfach lächerlich. Das ist einfach gerade echt lächerlich. Also wenn wenigstens eine Waffenkiste oder sowas gewesen wäre, wäre es ja so, okay, ein Safe. Aber was Overkill hier gemacht hat, ist mir schleierhaft. Das ist ja wohl die Sparvariante der Sparvarianten. Ich habe keine Ahnung wieso. Es gibt wenigstens gibt's die ATMs, ey, sonst wäre ich aber echt komplett ausgeflippt, ey. Meine Fresse, ey. Aber auch nichts Loot-Technisches, wa? Richtig arm. Ja, ich weiß, dass du scheiße bist, Drill. Jetzt halt dein Maul und dreh den Scheiß zu Ende. So, danach bin ich auch mal erst ganz kurz weg und gebe mir meine Paysafe-Card gönnen. Wie hart, ja hart, meine lieben Freunde. Ich glaube, ich gönne mir tatsächlich besser eine 50er Paysafe-Card. Ich meine, warum nicht?
Warum denn nicht? Titan Safe, suck it. Anderthalb Minuten nochmal, lieben Freunde. Ich werde euch jetzt hier nochmal Gelegenheit zeigen, die Map zu... Ich werde jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, um euch die Map zu zeigen. Ist an sich auf Stealth jetzt eigentlich tatsächlich sogar eine der leichtesten Maps. Zum Beispiel, wenn ihr es schafft, hier hinzukommen, knallt ihr hier oben einfach alles ab. Hochkommen kommt zwar dadurch nicht, aber dann habt ihr zumindest schon mal das geschafft. Aber wie gesagt, ihr habt es im Video gesehen. Leichteste Taktik ist, ihr geht durch den Keller und am besten noch einen von draußen weg. Sneakt euch dann langsam hier hoch. Macht dann hier alles weg, macht dann hier den Nebenraum. Macht dann hier und dann dem anderen. Und by the way, das habe ich. Das habe ich auch, denn da brennt nichts, wie ihr seht. Sonst würde da irgendwas brennen. Und das letzte Loot-Teil hätte hier auf diesem Tisch gelegen. Das ist auch schon weg. All not possible. Wie gesagt, ich bin echt enttäuscht. Also, dass ich hier echt nichts bekomme, ist, finde ich, jetzt echt eine schlappe Nummer von Overkill. Wenn es wenigstens mal so wäre bei Election Day Tag 2, bei Broken... bei Breaking Ballot, ne? Wenn ich da mal nichts bekommen wäre, wäre ich ja sogar froh drüber, weil ich endlich dieses Gammel-Achievement hier bekommen würde, ey. Ich kann es ja mal kurz zeigen. Hier. Das beschissene Murphy's Law Achievement, ey. Ist echt worse, so. Mach den Scheiß da auf. Gib mir die scheiß Adresse. Dann ist dieser Low Run für das Loot einfach mal komplett beendet. Ich bin weg. Ich bin raus. Fuck this shit einfach nur. Gut, das war's von mir. Tag 1 bei Gold Stealth. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein. Ciao.